Grüße euch zu den heutigen Tageskarten vom Mittwoch, den 16. August 2017. Laut dem Mondkalender haben wir abnehmender Mond im Zeichen Zwillinge, Element Luft, es ist ein Lichttag. Zwischenmenschlich besagt der Mondkalender, je verrückter eine Eselsbrücke ist, desto einfacher können sie sich große Zahlen einprägen. Neue neuronale Verbindungen schafft sich das Gehirn leichter durch ungewohnte Eindrücke. Sie wollen sich zum Beispiel die Telefonnummer 379688 merken. Eine entsprechend abwegige Geschichte könnte folgende sein. Dreimal mache ich diese Woche 7 Tage die Übung, die ich mir vorgenommen habe. Das 9-mal, als 9-mal kluger kann ich mir ausrechnen, dass sich als wie ein Lottogewinn anfühlen wird. Also, dass es sich wie ein Lottogewinn anfühlen wird. 6 richtige. Das ist ja so wie Achterbahnfahren. Ja, genau, wie Achterbahnfahren. Interessant. Na, so Sätze habe ich mir noch, so Eselsbrücken habe ich mir noch nie gemacht, aber finde ich sehr interessant, wie das hier jetzt formuliert wird. Okay, kommen wir zu unseren positiven Affirmationen unserer Krafttierkarten. Ich öffne mich dafür, zwischen die anfassbaren Dinge dieser Welt zu sehen. Ich vertraue meiner Intuition, meiner Eingebung und heiße die geistige Dimension in meinem Leben willkommen. Klare, schnelle und vielleicht auch ungewöhnliche Entscheidungen bringen mich jetzt voran. Ich setze sie sogleich in Taten um. Wir haben auch wieder 2 Liebeskarten in Lennemond-Karten. Und ich beginne mit dem Erzengel-Orakel von Doreen Virtue. Und hier haben wir Hellsehen. Erzengel Raziel, ich verhelfe deiner spirituellen Sehfähigkeit zu vollkommenem Erwachen, damit du klar die Liebe Gottes in allem sehen kannst. Deine Hellsichtigkeit kann sich auf verschiedene Weise zeigen, als flüchtige mentale Bilder vor deinem inneren Auge, als Träume, als sich wiederholende visuelle Eindrücke in der physischen Welt, als Auras und Energien oder indem du Erscheinungen wahrnimmst. Alle Facetten der Hellsichtigkeit sind schön und äußerst vielfältig. Genieße sie und vertraue ihnen. Halte die Intention aufrecht, ausschließlich Liebe zu sehen und du wirst genau das sehen. Zusammenarbeit mit Raziel. Raziels Aura enthält alle Farben des Regenbogens, die ein wunderschönes Prisma aus Licht, das Arbeiten mit klaren Quarzkristallen verstärkt die Hellsichtigkeit und hilft ihnen, sich Raziel näher zu fühlen. Quarzkristalle. Ja, haben wir hier mitunter auch drin. Aber ich glaube, da müsste ich jetzt mehrfach drehen. Ich sehe es jetzt von hier zur Seite nicht so. Ja, wahrscheinlich sehe ich mehr, wie ich denke. Ist das jetzt triagonal oder teritär? Und ich so, mein Gott. Puh, irgendwann steige ich durch. Irgendwann habe ich das dann
aus dem FF. Ich glaube, da brauchen wir noch 10 Jahre, wenn nicht noch ein Schlaganfall dazwischen kommt. Okay, drei lang. Oh ja. Fangen wir an mit den Lennemond-Karten, mit der allgemeinen Tendenz. Die liegt jetzt hier leider auf den Kopf. Es ist der Reiter. Schnelle Nachricht. Naja. Also Schlüsselworte sind Nachricht, Neuigkeiten, Gedanken, Kommunikation, Kurzreisen, Tagesreise, alles Neue. Zeitfaktor schnell, sofort, etwas kommt und geht wieder schnell. Manchmal ist es vielleicht auch, das Geld kommt und geht wieder. Ja? Also es ist ja auch ein Mittel, um Tauschmittel, um sich was zu kaufen, ob das jetzt Essen ist oder sonstig irgendwas. Person, Sohn, junger Mann, ein Freund, auch Liebhaber, Charakter, jung, sportlich, sprachgewandt, redefreudig. Aussehen, brünett bis braune Haarfarbe, sportliches Aussehen, Themenkarte, schriftlich und mündliche Nachrichten, Gedanken, kleine Reisen und Überraschungen. Ja, wenn es auf dem Kopf steht, die Negativdeutung, Nachricht kommt nicht an, negative Botschaft, Kurzreise wird nicht stattfinden, Kommunikation ist abgeschnitten, Redefaulheit, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, nur eine erschwerte Chance für die Beziehung, keine Lust auf Unternehmungen, seinen Mund nicht halten können. Oh, Geheimnisse ausplaudern wäre jetzt hier nicht das Gelbe vom Ei. Und beruflich haben wir hier die Schlange, und die steht jetzt auch hier auf dem Kopf. Ich würde fast meinen, ihr seid krank, ihr habt euch irgendwie erkältet. Ja? Weil, ja, eben, die Schlange steht ja auch für die Gesundheit mitunter. Und aber auch Spiritualität. Ihr findet die Schlange auch noch in dem Stab vom Tierarzt. Ja, wenn ihr mal beim Tierarzt vor der Tür gestanden habt. Da findet ihr das meistens noch. Und hier die Schlüsselwörter: Irrwege, Intrigen, berechnendes Verhalten, Umwege, Eifersucht, Zeitfaktor, Kreislauf, Wiederholung alle 7 bis 9 Wochen. Person, ältere, reife Frau, oft die Mutter, Arbeitskollegin, aber auch Konkurrentin. Charakter, vorsichtig, diplomatisch, reifer Mensch. Aussehen, sehr dunkle Haarfarbe, meist schwarz, schlank, athletisch. Themenkarte, Freundin, ältere Frau, Mutter, Umwege, Eifersucht. Beruf, Förderung durch weibliche Person, durch Umwege ein Ziel erreichen. Negative Deutung, ständiges Konkurrenzdenken, nicht den richtigen Weg finden, sich auf Umwege verlaufen, vom Thema abweichen, Probleme mit weiblichen Personen, keinen Sinn für Kunst und Schönheit haben. Ja, vielleicht bist du einfach erkältet und so, oh, hängst du richtig durch, macht gerade gar nichts Spaß. So, dann leg dich hin und schlaf dich mal aus, ruh dich aus. Ich glaube, die Woche hat irgendwie ein bisschen anstrengend angefangen. Könnte gut sein. Vielleicht auch ein gewisser Wetterumschwung. Okay. Und die erste Liebeskarte, hier haben wir die Dame und die Dame steht hier auf dem Kopf. Also das ist wieder eine Dame. Steht hier Kopf, beziehungsweise sehr.
Ja, eher Kartenlegerin. Ja, sehr voyeuristisch. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Seherin mehr wie eine Dame, aber Seher in dem Sinn gibt's jetzt hier in den deutsche Lernemond-Übersetzung nicht, aber die 29 ist definitiv die Dame. Und dann schauen wir hier auch rein. Schlüsselworte, weibliche Fragestellerin, Ehefrau, Partnerin oder Herzensdame des Fragestellers. Liebe, eine Bindung mit dieser Person eingehen. Für Frauen, man legt sehr viel Wert auf ein gutes Aussehen. Warum auch nicht? Ja, wir sollten uns öfters mal hübsch machen. Ne, so, manchmal denke ich auch so, ja, ich bin sowieso zu Hause, mich sieht sowieso keiner. Da brauche ich mich ja so nicht hübsch machen. Und ja, also für mich ist es definitiv ungewöhnlich. Ja, so also 3 Jahre lackiere ich mich jetzt hier schon die Nägel, wenn es nur eine ist. Macht nichts, aber ich finde es richtig schön, ja. Auch wenn sich hier meine Nägel manchmal ein bisschen verfärben, aber man bekommt halt einfach auch so ein bisschen die Übung mit unter rein. Es macht einfach auch Spaß. Man fühlt sich weiblicher. Ja. Und vor allen Dingen, wenn sie dann so schön lang sind, mache ich dann doch gerne auch den Nagellack drauf. Sonst sind sie auch beschützter. Ja, man läuft ja tagtäglich am Spiegel vorbei und sich einfach dann auch so ein bisschen aufhübschen, die Haare schön machen, ein bisschen schminken, wenn du dich von mir aus cremen, ein bisschen die Wimpern tuschen, ja, dann sehe ich immer besser aus den Augen raus. Gut, Sommer, ich brauche ja auch Augentropfen und Heuschnupfen, was ich alles hab. Ah ja. Aber trotzdem ist, was es für Techniken gibt, sich mit ganz normalem Make-up auch zu schminken und dann schwimmen zu gehen. Ja, schon fantastisch. Also bei jeder Gelegenheit, früher wäre die Schminke verlaufen, ich wäre rausgekommen, hätte richtig schwarze Augen und dann so aus dem Plattenmüllern Spray aufgetragen und dann die wasserfeste Tusche drüber. Perfekt. Doch, perfekt. Und man kann sogar mit Make-up schwimmen gehen. Cool. Machen wir mal das nächste. Man fühlt sich gleich besser. Ja, vielleicht an dem Tag besonders angebracht. Gerade so die Kombination, auch Schlange und Dame. Hier haben wir noch so den Berg, ja, wo man sich vielleicht auch, kommt immer drauf an. Hier steht es mit einem Vulkanausbruch. Ja, so Vulkanausbruch ist jetzt nicht, ja, das Ereignis, das ich jetzt persönlich erleben möchte. Ich kann dann nicht wegrennen, ne? Die würden mich alle überrennen, ob mit Rollator oder Elektrorollstuhl. Wurscht. Und aber ich liebe die Berge. Ja? Jetzt schauen wir einfach mal, was Alexandra Laraweng hier zu der Karte sagt. Schlüsselworte, Blockade, Hindernisse für, um und um etwas kämpfen, Umwege, Grenzen, Person, Chef, beziehungsweise Chefin, Vorgesetzte, Vorgesetzter, Charakter, blockiert, negatives Denken, langsam, hart, kalt, gehemmt und schwerfällig, ja. Was jetzt auch wieder hier zu diesen Deutungen mitunter passt, ja. Vielleicht ist man auch ungewollt eifersüchtig, ja. Und Aussehen, weiße bis graue Haare, dicke, manchmal sehr dicke Figur. Themenkarte, Blockaden, Umwege, Schwierigkeiten, Frustrationen und Hindernisse. Ja, hier die Liebe, kein Handlungsspielraum in der Partnerschaft, blockierte Beziehung, Hemmungen, eine Partnerschaft einzugehen.
frustrierende Partnerschaft. Aber ich muss auch dazu sagen, es steht ja auch dafür, wo ihr jetzt mitunter auch wohnt. Ja, vielleicht findet ihr auch gerade hier in den Bergen oder hügeligen Land eure Liebe, euren Ausgleich, um einfach auch mal wieder tief durchzuatmen. Ja, vielleicht besteht der Berg auch aus Bäumen, wo du hier in den Wald gehen kannst und findest schöne Parkbank. Kannst ein gutes Buch lesen und findest hier deine Mitte. Wenn ich jetzt an die letzte Woche Zen-Meditation denke in Bayern-Fernsehen, der hat Regen, hat ja seine Aufnahmen gemacht, mitten im Wald, ja, seine Unterlage mitgenommen, war, scheint so ein wasserabweisender Bezug zu sein und hat sich da drauf gesetzt und mit den Atemübungen begonnen. Ja. Toll. Also ich fand den Wald, in dem, da war noch ein umgestürzter Baum oder auch die Natur hat hier so einen Ast abgerissen beim Sturm und der bricht ja nur einen Ast ab, wenn der schon irgendwo ein bisschen krank war oder zu dürr, ein bisschen ausgetrocknet und dann bricht er natürlich ab. Ne? Da fehlt dann die Spannung, um den Wind im Sturm hier standzuhalten, aber mitten im Sturm dann auch noch so die Ruhe zu bewahren. Ja? Toll, wie er das gemacht hat. Ja? Und er hat dann angefangen zu zählen, so einmal ausatmen und dann eingeatmet und dann beim zweiten Ausmal ausatmen, zwei, ja, und er sagte dann bei jedem Ausatmen dann bis 10 zählen, ja. Und wenn man bis 10 gezählt hat, wieder von vorne anfangen. Und immer dann, wenn dann so zwischen 2 und 3 oder 5 und 6, ja, ein Gedanke kommt, dann musst du wieder mit 1 anfangen. Immer dann, wenn dir wieder ein Gedanke kommt, dann wieder mit 1 anfangen. Ja, ist vielleicht eine super Übung. Also ich finde es fantastisch und ich möchte mich immer mehr und mehr damit beschäftigen und euch das mitunter auch weitergeben. Deswegen mache ich hier mitunter auch ja so ein bisschen witzige Sachen mit hinzu und positive Gedanken für den Tag, ja, wie wir hier jetzt auch mit und zuerst kommt noch die Amos-Botschaft. Wir haben ja Wunder in deiner Beziehung, steht eine Veränderung an. Naja, vielleicht fühlst du dich auch schlecht, wenn du am Montag schwanger wurdest und so. Boah, ich fühle mich nicht so gut. Ne? Ja, aber so schnell merkt man das, glaube ich, gar nicht. Das braucht ja dann auch so 2-3 Tage, bis es hier im Eierstock angekommen ist. Und dann muss es sich auch erstmal die Eileiter runterwandern und sich in der Gebärmutter festsetzen. Ja, das ist alles ein längerer Entwicklungsschritt. Und hier haben wir, mein Zuhause ist ein friedvoller Hafen. Ah, und vielleicht einen Kamin mal anmachen abends. Liebevoll segne ich mein Heim. Und diese Liebe schafft Wärme und Behaglichkeit. Ich fühle mich darin friedvoll und geborgen. Ja, so sollte es auch sein. So, wenn du draußen warst an der frischen Luft und es hat geregnet, komm nach Hause, nimm ein tolles Bad, rubbel dich ab, ja, kuschel dich in deine Ecke auf die Couch, trink einen warmen Tee und ja, den Kamin noch angeschaltet, herrlich, ja. Wenn die Sonne da war,
ist man vielleicht auch froh, wenn man geduscht ist und dann wird eher den Ventilator anschalten. Ja, ich wollte es doch kürzer machen, es ist jetzt doch länger. Ihr wisst schon, was euch persönlich gut tut. Vielleicht auch Lavendelöl in eine Duftlampe reingeben und mal dran riechen. Verändert schon ruckzuck die Laune. Und nur heute wertschätze ich mich selbst. Ich lobe mich für alles, was ich getan habe und tue, denn ich erkenne, dass ich in jedem Moment mein Möglichstes gebe. Heute erfreue ich mich an meinen eigenen Wert und erkenne mich als einzigartig und wunderbar an. Ja, klar. Nun? Spitze. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Tschüss.